Bitte? Oh, hey. Ah, Sie schon wieder, Herr Hinz? Ja. Ja, hören Sie, ich kann Ihnen nicht schon wieder das Rohypnol geben gegen Ihre Schlaflosigkeit. Ja, wegen dem bin ich nicht dabei gekommen. Und seit Sie die Magenzäpfchen geraucht haben? Ja, das brauche ich alles nicht mehr. Ich habe ein ganz anderes medizinisches Problem. Ach so. Ja. Jetzt vielleicht ein Amphetamin gegen Muckenstich? Hm? Lass mal, du musst dich nicht lustig machen über meine Krankheit. Gell? Als Ärztin hast du den hypothetischen Eid schwören. Seit Tagen leide ich enorm stark unter Impfzwang. Unter was? Impfzwang! Das, was die Impfgegner sagen, dass der eben grassiert wegen dem Tierseuchengesetz. Und ich bin jetzt eben einer der Betroffenen. Oh, Hinz, aber Impfzwang? Das ist doch keine Krankheit. Aber ich spüre enorm den Zwang, mich impfen zu lassen. Ja, aber ich kann Sie doch nicht grundlos gegen irgendetwas impfen. Ja, aber warum denn nicht, wenn die anderen das Zeug nicht wollen? Bleibt doch noch genügend Stoff für mich übrig. Herr Hinz, es tut mir wirklich leid, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Möchten Sie bitte zu gehen? Aber du hast doch sicher noch ein paar Schüsse da von dem Grippemittel. Hast du noch warten, ich muss zurückziehen. He? Nein, das habe ich wirklich nicht. Aber ich habe enorm stark die Blauzungenkrankheit und als Kind habe ich die roten Blatter gehabt. Ja, das ist möglich. Ja. Ich wünsche Ihnen trotzdem jetzt weiterhin einen schönen Tag. Ja, hast du mir wenigstens noch ein Müsterli? Da. Ja. Ein Pfeffermütz. Adieu. Hast du noch etwas gegen Nebenwirkungen? Nebenwirkungen von was? Ich bin Pfeffermünzallergiker. Herr Hinz, Sie verlassen jetzt augenblicklich meine Praxis. Siehst du, wegen Leuten wie dir ist eben das Hausarztmodell gescheitert.